Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut bei mir. Ihr seht, ich bin immer noch in der Sahara und reite gerade auf einem Dromedar dem Sonnenaufgang entgegen. Beim heutigen Video werde ich die Sahara verlassen, und zwar so in 1,5 Stunden. Jetzt sitze ich hier gerade beim Frühstück und lasse es mir schmecken. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein, und viel Spaß beim heutigen Video. Ja, mein Koffer wurde schon abgeholt, besser gesagt, mein Rucksack wurde schon abgeholt. Der fährt mit dem Jeep in die nächstgelegene Stadt, denn ich werde jetzt auf einem Dromedar in den Sonnenaufgang reiten. Und dann geht es weiter nach Fes. Bye bye! Schaut mal, da ist der Tag schon erkennbar. Ich muss jetzt mir mal jemanden suchen, der mir hier dieses Tuch umbindet. Und ja, dann tschüss. So, ich versuche jetzt mal, meinen Turban selbst zu binden. Die sind bestimmt schon genervt, wenn die hier jeden Tag von allen Touristen den Turban binden müssen. Also, erstmal einen Knoten und dann. Aber was haben die mit dem Ende hier gemacht? Hier reingestopft? Alter, da war Levi. Hätte ich schon längst mein Basecap aufgesetzt. Aber nee, so sah das gestern nicht aus. Ja, so ähnlich sah es aus, oder? Passt nicht zur orangenen Jacke. Und jetzt noch die Kapuze. Wenn sie nicht aussieht. Sieht man gar nicht mehr. Ich bin ready to go. Der Sunset ist schon im Anmarsch. Und ich denke, wir werden hier auf die Düne hochreiten. Es ist immer so ein schönes Licht hier morgens. Echt schön. Da warten meine Kamele schon. Seht ihr das Dunkle da auf dem Fußboden? Das ist alles Kamelkacke. Das ist mein Kamel. So, ich reite jetzt los. Mein Kamel heißt Aural oder so. Und hinter mir ist noch eins. Das ist leer. Tschüss, Wüstencamp. Die Stoßdämpfer sind nicht mehr so gut. Ich muss sagen, nice. Wundert euch nicht, dass es ein bisschen wackelt. Stadt ist in Sicht. Dort hinten. Oh, dort hinten ist Merzouga.
dem Kamel jetzt gesagt, er soll sich mal hinsetzen. Das ist immer schwierig, Auf- und Abstieg. Und es hat getan, was es sollte. Da vorne ist Merzouga. Wir sind in Merzouga angekommen. Jetzt muss ich gleich absteigen. Das ist praktisch die letzte Stadt vor der Wüste. Der Erdboden hat mich wieder. Ich gehe jetzt zu meinem Auto. Ich sehe es schon. Ich muss nur noch abchecken, ob das nach Marrakesch oder nach Fes ist. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, es sieht immer ganz gemütlich aus, aber wenn man eine Stunde praktisch im Spagat sitzt, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Und mein Kamel war so ein bisschen störrisch. Einmal bin ich aufgestiegen, da meinte er schon, ich hatte nur das Bein, eine Bein halb drüber, da ist er schon aufgestanden, denn das ist praktisch, man kann es gar nicht beschreiben, aber als ob man eine steile Rutsche rutschen möchte, wenn der aufsteht. Also man muss sich richtig festhalten. So, ich sitze im Auto nach Fes. Sind nur zwei Personen. Nein! Neun Stunden. With stops. Neun Stunden fahren wir nach Fes. So, das ist mein Auto hier. Dacia hatte ich auch mal. Wer mir länger folgt, der weiß das sicher. Ich weiß nicht, warum wir hier anhalten. Wahrscheinlich will er ein bisschen quatschen. Manchmal sieht man hier nicht so recht durch, man muss einfach abwarten, was passiert. Und da sind noch ein paar Kamele. Nicht Kamele, Dromedare. Lerne auf Reisen. In Afrika gibt es keine Kamele. Ja, es ist wahrscheinlich der letzte Punkt hier, wo ich die Sahara sehen werde. Und jetzt geht's 9 Stunden nach Fes. Das wusste ich gar nicht, dass es so lange dauert. Ich weiß es, ich sag ja, immer abwarten, auch wenn man keine Antwort bekommt. Hier steigen noch mehr ein und schaut mal, wie viele Sitze das Auto hat. Ich bin Beifahrer, dann können hier 3 sitzen, da hinten 5, also 6 Sitzer. So, die erste Pause haben wir schon mal gemacht, hier in so nach einer halben Stunde Fahrt. Die trinken ja alle Kamelmilch, ist jetzt nicht so mein Ding. Da steht mein Auto, ich glaube, mein Fahrer musste einfach auf Toilette. Oh, die haben sogar einen Instagram-Account. Ja, hier ist mein Stop. Hier ist der Brunnen. Nicht. Da ist dieser typische Berberbackofen, den habe ich gestern schon gesehen. Und die haben hier Kamelbabys. Dromedar-Babys, besser gesagt. Schaut mal, wo ich hier bin. Das ist ein 50 Kilometer langes Tal und nennt sich Wadi Sahara. Ich habe gerade gezoomt. Schaut mal, die sortiert dort unten die Datteln von den Palmen. Hier werden Datteln angebaut. Die Berge dort vorne, das ist das Tor zur Sahara, die heißen Mountains of Sahara.
das ist das Tor zur Sahara. Hier ist die Sahara zu Ende oder sie beginnt, je nachdem, wie man es sieht. So, da hinter mir seht ihr das Tor zur Sahara nochmal. Und schaut euch doch mal diese geniale Landschaft an. Das heißt tatsächlich Sahara Mountains. Wir haben Lunchstop und schaut mal, hier sollen wir jetzt essen. Hier gibt es Tagine. Heute gibt es wieder Chicken Tagine. Das ist das Restaurant, wo ich gerade gegessen habe. Hab 100 Dirham bezahlt, also 10 Euro für ein Menü mit Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise und das Getränk. Und kostenlos gab es noch Tee. Hier gibt es echt riesige Granatäpfel. Schaut mal, wie groß die sind. Wow. Diese Region ist hier für ihre Äpfel berühmt. Mein Fahrer hat mir jetzt erstmal irgendwo hier einen besorgt, dass ich den kosten kann. Schaut euch mal die Umgebung hier an. Plötzlich sind hier Bäume, ist hier Wald und kein Wunder, dass wir 9 Stunden nach Fez fahren, die 400 Kilometer, denn wir stoppen schon wieder. Hier ist nämlich was los. Passt mal auf, ich drehe es mal um. The most monkeys. Also hier leben 5 Gruppen Affen und how many monkeys lives here? 5 group. 1 group, 35 person. Okay. Oh oh. Oh oh, der sieht so ein bisschen grumpy mäßig aus. Du hast doch noch ein Aua. Das hier sind meine Mitfahrer, das sind alles auch Backpacker, die auch einfach nur von der Wüste nach Fez wollten. Aber der Fahrer, der ist total cool, der macht da draus gleich noch ein bisschen Session. Er ist mit einer Tüte Äpfel und einer Tüte Brot eingestiegen. Das Brot haben wir unterwegs den Straßenhunden zugeworfen und die Äpfel sind für die Affen. Das ist übrigens ein Zedernwald hier, wo die Affen leben. Das ist hier mein Fahrer. Der hat echt ein Herz für Tiere. Ich bin hier in Ifrin und schaut euch mal das an. Das sieht doch aus wie der deutsche Herbst, oder? Also man nennt es marokkanische Schweiz hier und hier ist alles viel teurer. Hier wohnt der König und also Schweiz oder Marokko, sagen sie. Das ist, die kostet einen Kaffee über 2 Euro, wo es woanders 50 Cent kostet. Also mein Fahrer hat gerade erklärt, die Stadt ist hier so reich, weil sie viel Wasser hat. Hier sind mehrere Wasserfälle in der Stadt und wie ihr seht, sogar Springbrunnen und alles. Also hier ist wirklich Wasserreichtum. Room Tour. Ich
Ich bin in einem Riad in Fes und das Zimmer ist nur für mich, aber ich kann aussuchen, ob ich oben oder unten schlafe. Und hier ist das Bad. Ich bin übrigens wieder in einem Riad. Diesmal nicht so ganz viel Ausblick, aber da hinten kann man so ein bisschen sehen. Ja, schön, so ein Riad. Puh, das war jetzt schwierig. Also ich glaube, die Medina ist hier ein bisschen schwieriger zu erkunden als die in Marrakesch. Auf jeden Fall bin ich einmal im Kreis gelaufen, aber ja, ihr seht, ich bin in Fes angekommen. So, ich bin jetzt einfach immer nur geradeaus gelaufen und da rausgekommen. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, muss ich diesen Platz googeln, hier durchgehen und immer nur geradeaus laufen. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Zuckerrohrsaft bestellt. In Sansibar kostet der ungefähr 20 Cent. Bin schon ganz gespannt, was er hier kostet. 15, geil. 1,50 Euro. Und der ist genau hier, muss ich rum. Hier bei mir an der Ecke. Herrlich. So, jetzt gehe ich zurück zum Hostel.